Kann jetzt auf Insta, kann man quasi auch ein Bild posten, das war live, sondern aus. Ja, Ja. das war der Einstieg quasi. Ja, also ich sag dann mal von unserer Seite oder erstmal von meiner Seite herzlich willkommen hier zum nächsten Stream. Heute, ja, werden wir mal schauen, dass wir hier ein bisschen in unsere Ballengabel den Attacher eingebaut kriegen. Und genau, ansonsten wieder Fragen und ja, der ganze Spaß, was dazugehört. So, das lasse ich mit offen. Genau, und dann, ach so, muss ich erstmal hier umschalten. So. Moin. Genau, also mit dabei ist wieder der Danny und Marius ist heute auch gleich von Anfang an mit dabei. Da haben wir schon gestern. Ja, zwei Zwei Zuschauer steht Zuschauer. hier. Zugegeben, einer bin ich. Ja, ist aber nicht so schlimm. Jetzt sind es schon drei. Prinzipiell, ja, aber wie gesagt, ist ja auch, wie gesagt, läuft es als Video eh am Ende noch, daher. Ja. Ich würde Na. sagen, wir fangen einfach mal, oder ich fange einfach mal ein bisschen an derweile. Dass man hier schon mal ein bisschen was zu sehen bekommt. Und zwar werden wir mal damit anfangen, erstmal ein quasi neues, eine neue Gabel nochmal zu erstellen. So, und die nennen wir Fork Bale Attach. Ja, speichern. Das passt. Dann braucht man dementsprechend auch noch mal eine neue XML. Und wir brauchen ein neues Store-Bild. So. Sonst Ton, alles läuft, Danny, wenn du gerade geschaut hast. Ja, warte mal, auch soweit passt das jetzt. Alles da, gut. So. Dann schnappen wir uns mal hier die Moddesk. Das machen wir dann am Ende alles noch ein bisschen schön. Aber gleich zum Anfang werden wir hier mal die mit eintragen, und zwar heißt die dann Bale Attach. So, also die Store Items mal ein bisschen mit erklären. Also die Store Items sind im Endeffekt jetzt in der Moddesk die Verlinkung zur jeweiligen XML dazu. Und wenn ich jetzt eine eigene Gabel quasi nochmal erstellen möchte innerhalb von einem Mod, dann muss ich das im Endeffekt hier nochmal mit verlinken, dass ich an dem Modell einzeln nochmal was verändern kann oder an der XML nochmal was verändern kann, je nachdem. Jo, so. Oh, L10N-Einträge brauchen wir spätererweise auch noch. Aber wir können trotzdem mal bei der XML bleiben. Also ausbauen tue ich das Ganze jetzt hier aus der Vigotech Ballengabel von Nordeifel. Kann ich auch gleich mit dazu sagen. Und zwar brauchen wir in der Moddesk die Einträge, die Special Edition und die Vehicle Type Einträge. Als erstes mal hier. Das hauen wir mal hier rein. So. Und zwar Vehicle. Ach, ich sehe gerade, ich muss mal hier das bisschen so machen, dass man auch gescheit was sieht. Die Vehicle Type Einträge, die braucht man, wenn man jetzt keine eigenen irgendwie Fremdskripte einbaut oder keine eigenen diese Spezifikation in dem Sinne quasi, wenn man da keine eigenen einbaut, dann braucht
brauchen wir auch keinen neuen Vehicle-Type definieren, da wir jetzt aber ein fremdes Skript quasi einbauen in die ganze Sache, müssen wir dem hier einen neuen Vehicle-Type definieren und geben dem dann hier zusätzlich zu seinen quasi normalen Eigenschaften, die der sich vom Standardspiel holt, geben wir dem jetzt hier noch diese Specialization Dynamic Attach, so heißt das Skript von Nordeifel. Und das Spiel oder der Mod später auch weiß, wo der jetzt genau das Skript dann sucht, gibt es dann nochmal diesen eigenen Specializations-Eintrag hier, an dem ich nochmal hier diesen Name, Class Name, das sind in dem Fall einfach die gleichen, und ganz wichtig dann aber den File Name noch angebe, also den Link quasi zu der Datei, wo er das sich rausnimmt. Und das ist an der Stelle einfach in dem Ordner von dem Mod, deswegen hat es keinen Vorpfad irgendwie, heißt die dann Dynamic Attach.lua. Wenn ich die jetzt in einen eigenen Ordner legen wollte, was ich nicht mache, dann könnte ich hier zum Beispiel jetzt hinschreiben, Skript oder Skripts, gebe dem den Pfad, dann müsste ich in meinem Hauptordner hier einen Ordner Skripts erstellen. Skript und könnte dann dort hier rein das Skript legen, aber daher das jetzt wirklich auch nur ein Skript ist, macht das keinen Sinn und wir legen das einfach blank in den Ordner mit rein und gut ist. So, gut, dann brauchen wir noch die LCNN-Einträge, die machen wir jetzt gleich mit und zwar brauchen wir die drei Stück hier. Die LCNN-Einträge sind im Endeffekt immer dafür da. Die sind dafür da, dass gewisse Befehle, die zum Beispiel im Infomenü oben unter F1 auftauchen, dass die sowohl dann in Englisch als auch in Deutsch zum Beispiel ihre Übersetzung finden und man die einfach universell dann hier je nach Sprache auch übersetzen kann. Genau. Sven hat geschrieben, da war ein grüner Streifen drin. Danny, hast du auch was gesehen? Ich habe nichts gesehen, ich habe jetzt aber auch gerade Und nicht David. die Augen drauf gehabt. Schönen guten Abend an dich. Ich weiß es nicht. Also wenn es nochmal auftritt, dann müssen wir nochmal schauen, falls da irgendwas hier, weiß ich nicht, warum auch immer, nicht ganz läuft. So, gut. Das dürfte es an der Stelle dann erstmal zur Moddesk gewesen sein. Die Description, das machen wir dann am Ende, wenn wir den Mod dann so fertig machen, bevor ihr ihn dann auch bekommt. Tun wir den dann nochmal hier schön machen, weil das wird eine neue Version, kriegt eine neue Versionsnummer. Und wir schreiben dann hier in die Changelog dann dementsprechend auch noch ein, dass diese Attacher-Funktion in eine neue Gabel in Anführungsstrichen eingebaut wurde. Aber das machen wir am Ende. So, das heißt, wir können jetzt uns der XML als erstes mal widmen. Und zwar brauchen wir die Forkbale Attach XML und die Balespike XML von dem anderen, von der Gabel von Nordeifel. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Das ist attachable sind die Anhängepunkte. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Wir brauchen aber den Dynamic Attach Punkt. Den brauchen wir hier. Der Rest ist eigentlich. Ja.
Der Rest ist eigentlich irrelevant tatsächlich. Also, das heißt, wir kopieren uns diesen Dynamic Attach Eintrag hier raus und schmeißen den bei uns. Wir schmeißen den mal unter das Attachable rein, weil den Dynamic Mount Attach hier an dieser Stelle, den benötigen wir jetzt nicht mehr, weil der soll ja nicht, wenn wir in die Ballen reinfahren, das erkennen oder es ist ein Ballen und nimmt den auf, sondern der soll einfach reinfahren und dann soll ich spätererweise dann mit X oder der Taste, wie ihr es auch immer definieren möchtet, soll der die Ballen dann fixieren. Deswegen können wir hier den Dynamic Mount Attacher rauslöschen und lassen unseren Dynamic Attach Eintrag drin. Genau, den Box Size, die Box Size Werte, die gehe ich ganz stark mal davon aus, dass die dafür da sind, um einfach diese Größe des Bereiches zu markieren, in dem der die Objekte dann fixiert. Da müssen wir gleich mal schauen, ob wir den auf den Werten hier lassen können. Wahrscheinlich eher nicht. Deswegen müssen wir mal gucken, was wir da eingeben. Und ja. Julian, schönen guten Abend. Genau. Das heißt, wir lassen die derweil mal auf, speichern die und schauen uns jetzt als erstes mal die i3D von der Vicotec Sache hier an und gucken mal Raycast Node. So, das ist hier der Raycast Node, den wir auch einfach nur brauchen. Naja. Um jetzt mal diese Box quasi sich sichtbar zu machen, weil wir sehen ja jetzt im Endeffekt keine Box in dem Sinne, wie groß das hier ist, diese 0,8, 0,8, 0,25. Damit kann man jetzt von den Zahlenwerten ja relativ wenig anfangen. Um das jetzt quasi mal sichtbar zu machen, erstellen wir uns jetzt hier an der Stelle mal einen Cube. Mit Steuerung X tue ich den ausschneiden und füge den in den Raycast Node mal ein. Und dann müssten wir theoretisch, wenn wir jetzt den eigentlich nach den Werten skalieren, müssten wir den na, sag. Müssten wir die Größe von dem Ding dann irgendwie rausfinden. Was haben wir? 0,8. 8, 0,8. Ne, warte. Das ist aber 0,8 x, ja. 0,8. Das ist aber komisch. 0,8. Und 0,25. Ich habe mir jetzt eher ein anderes Bild erwartet, wenn ich ehrlich bin. Theoretisch Weil. reicht es ja. Hä? Theoretisch reicht es ja. Du musst halt ruhig an den Ballen ranfahren, dass da den aufnimmt. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwo so breit ist, so hoch ist. Und so tief, wie die Ballen sind, weißt du, sowas hätte ich jetzt erwartet hier. Weil dann würdest du ja genau den Bereich definieren, den du willst, weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt aber nicht so richtig, wie man das bei uns reinbauen. Ich würde aber fast behaupten, ne, da gehen auch drei Quaderballen drauf. Und von der Länge sind die Zinken wahrscheinlich, ja, nicht gleich, aber ähnlich wie unsere. Das heißt, wir lassen diese Werte. Also die 0,8, 0,8, 0,25 erstmal so stehen und bauen in unsere Gabel ungefähr, ja, Danny kannst du ja mal mit merken, 1 und 0,5, ungefähr an dem gleichen Punkt werden wir jetzt auch mal diesen Raycast Node uns einbauen.
Und zwar Fork Bale Attach. Das machen wir über einen Create und dann eine Transform Group. Mehr ist das im Endeffekt nicht. Das heißt, das Ganze heißt, haben die das groß geschrieben? Ist egal, ich glaube, ne? Raycast Node. So, und den fügen wir einfach mit hier am Ende mit ein. Also hier hatten wir 1 und 0,5. So, das ist das, finde ich, ziemlich ähnlich zu dem, was die da auch gemacht haben. Und ich würde jetzt einfach mal gucken, wie das dann funktioniert. Und wir lassen das jetzt erstmal so. Was Ich mal will mal schnell jetzt. mein Hä? Pimputz. Jo. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die Verlinkung aus dem Giants Editor raus in die XML rein. Und dazu benutzen wir das i3D Mapping. Da kopieren wir uns einfach hier mal so eine Zeile raus und nennen die wie oben ihr Raycast Node. Damit verbindet der über die ID alles, was den gleichen Namen quasi hat, also alles, was jetzt Raycast Node hier bei irgendwelchen angegebenen Nodes innerhalb der XML quasi heißt, damit verbindet er jetzt jeweils einen Node aus dem Giants Editor. An unserer Stelle ist das jetzt der Node 013, also Index Path ist immer der Pfad, Index Pfad, Path ist der Pfad, also das ist immer der Node, den ihr, wenn dann suchen müsst. Ach, ja, klasse. Jetzt habe ich Index Path markiert. Hier kommt natürlich dieser Node dann eben rein. Da sucht er jetzt diesen Raycast Node, findet den und verlinkt den dementsprechend hier oben mit meiner Zeile, mit dieser Dynamic Attach Zeile. Das ist das, was das i3D Mapping machen soll. Genauso wie ich hier zum Beispiel diese Long Spikes, die in meiner i3D das hier sind, die habe ich hier auch mit dem Node quasi versehen und die findet man dann hier oben wieder bei dem Base Material zum Beispiel. Gut. Jetzt müsste ich eine Lüge erzählen. Was fehlt uns noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch das Skript selber. Das habe ich, glaube ich, noch nicht rübergeschmissen. Das meldet sich ja auch im Chat. Da schreibt einfach Stefan. Was? Agrarvideo Sauerland. Schreibt einfach Stefan mit dem kleinen S. Ich habe noch keinen Dings im Chat. Hab noch keinen aktualisierten Chat. Warum das denn? Weiß nicht. Komisch. Okay. Naja. Was wir jetzt noch machen ist quasi visuell auch zeigen, was hier Sache ist. Wir machen jetzt noch an das Store-Bild. Schreiben wir einfach hier oben an die Gabel. Ah, jetzt. Was? Mach mal lauter. Nee. Schreiben wir jetzt einfach hier noch Attacher drüber. Dass man auch weiß, dass das hier quasi die Attacher-Version ist. Dann speichern wir das wieder. Das muss ein DXT5 werden. Braucht keine Mipmaps und gib ihm. So. Oh, ja, die Kleinigkeiten, die lassen wir jetzt erstmal aus. Ich würde sagen, wir speichern hier mal und machen jetzt einfach mal einen Test. Ich wüsste jetzt nicht gerade, was ich vergessen habe. Danny, fällt dir noch was ein? Nee, ne? Ist es ja nicht. Eigentlich sollten wir damit soweit
Ja. Wir probieren einfach mal. Ach so, davor schalte ich euch aber wieder in den 32 zu 9 und dann, dass ihr auch ordentlich was seht. So, das war das noch der Testspielstand? Ah, den machen wir mal lieber weg. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Da fangen wir lieber 9 an, aber wir nehmen ihn trotzdem. Das ist noch die alte Versionsbezeichnung, aber ist die Version. Da bin ich mal gespannt, was wir da jetzt kaputt gemacht haben. So. Wir brauchen Frontlader. Ach so, ich habe vergessen, das neue Bild zu verlinken. Jetzt habe ich es gemacht, aber habe es nicht verlinkt. Das müssen wir auch gleich noch machen. Ich glaube mal, dass es die Gabel ist, die hinten dran steht. Die Reihenfolge könnte man theoretisch auch noch ändern, dass die zwei Ballengabeln quasi dann spätererweise am Anfang sind. Wir kaufen jetzt einfach mal hier so ein krasses Gerät. So einsortiert, wie es in der Moddesk sind, ne? Genau. Achso. Da habe ich das jetzt bloß halt dooferweise hinten ran geschrieben. Ey, ich wollte doch. Nein, ich wollte doch Ballen kaufen. Ja, wir machen gleich mal ordentlich, ne? Dass wir mal hier zeigen, was wir haben. So, dann müssten wir jetzt schon eigentlich. Nichts angezeigt kriegen. Ich glaube, das ist schon kein gutes Indiz eigentlich. Vielleicht war es doch die. Ich glaube, das ist die falsche Version, die ich da gekauft habe, weil die kann hier anspießen. Das dürfte die andere gar nicht können. Deswegen wollte ich ein anderes Storebild drin haben. Genau das war der Grund. Profis an der. Ja, aber können tut ihr das leider auch. Irgendwas passt also doch noch nicht. Ja, das ist jetzt wirklich Profis an der. Ich frage mich gerade, warum die noch attachen können. Also warum die noch das können. Oh. Okay, wir gucken uns das mal außerhalb der Szenerie an. Guten Abend, Lars. Wir haben hier gerade Fehler aufgedeckt. Als erstes, ne, tue ich jetzt mal das richtige Bild verlinken. Weil sonst weiß ich ja gar nicht, was Sache ist. So, und jetzt müssen wir mal die Lok durchstöbern. Ja, was will er hier? Katastrophe. Das ist der Grund, warum bei mir heißt, dass der Stream ist offline. Läuft. Weiß ich nicht, vielleicht ist dein Internet nicht gut. Wir haben. Was? Warum? Warum? Warte.
theoretisch. Theoretisch. Der war doch auch translatiert. Ja. Der Raycast Note hier. Wo bin ich denn hier? Warum? Hier hat mich gerade angestupst. Wir sind im Stream wohl ziemlich leise. Ist das so? Weiß ich nicht. Kann dir das nur so weiterreichen? Warte. Also ich selber habe den Stream auch ziemlich leise. Das hat aber damit zu tun, dass ich mich das doppelt höre. Ja, aber warum sind wir leise? Tja, warte kurz. Jetzt müssen wir erst einmal gucken, warum wir leise sind. Weiß ich aber nicht. Weiß ich aber nicht. Ah, toll. Ich kann Lautstärke, Eigenschaften. Ich kann uns lauter, glaube ich. Kann ich uns lauter machen? Ich kann nicht über 100% uns laut machen. Verstehe ich gerade nicht so richtig. Könnt der Rest vom Stream quasi mal reinschreiben, ob das bei euch ähnlich ist von der Lautstärke, ob das irgendwie nicht so richtig toll ist. Mein Niklas hat es ja vorhin auch schon reingeschrieben. Ich frage mich bloß, war es beim letzten Mal dann besser? Frage. Wie ist uns Lasso? Ja. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt kann ich nicht sagen, woran das jetzt auch liegen sollte. Ich krieg aber auch partout das nicht lauter. Weiß ich leider auch nicht. Also wenn störend wird, dann würde ich den Chat bitten, einfach darauf hinzuweisen. Dann müssen wir dringend was ändern, wenn es noch aushaltbar ist, dann ja. Ich habe die Actions und die Input Bindings vergessen in der Moddesk.
Der konnte ja gar nicht checken, was hier Sache ist, weißt du? Jetzt müssten wir aber eigentlich alles haben. Ich probiere mal gleich nochmal. Speichern. Gut, dann nochmal einpacken hier. Ich frage mich aber wirklich, warum das so komisch. Ich weiß es auch nicht. Theoretisch. Aber der hat hier normalen Ausschlag bei mir auf. Naja. Whatever. Wir gucken mal weiter hier. Ach so, jetzt muss ich wieder auf. Ich muss wieder umschalten. Jetzt seht ihr wieder nur die Hälfte hier. So, jetzt. Probieren wir gleich nochmal, würde ich behaupten. Naja, ist schon die hintere. Komisch, aber warum hat die... Normalerweise dürfte die doch gar kein... Oder warte mal. Muss ich vielleicht auch das. Warte mal, also wir probieren noch mal kurz was. Aber es kann auch sein, dass ich den aus der i3D, da habe ich jetzt den blöden komischen Dynamic Mount Ding hier nicht rausgeschmissen, fällt mir gerade ein. Ah ne, gehen tut's aber auch nicht mehr. Also er hält ihn nicht mehr fest. Das ist schon mal prinzipiell richtig, oder ja, aber auch nur teilweise richtig. Pass ja auf. Der hat. Guten Abend. Sind wir Schlingel, Danny? Meinst du, wir sind Schlingel? Also ich spreche ja nur für mich, ne? Also ich bin's nicht, bei dir weiß ich das nicht. Ja. Okay, gut. Dynamic Mount Attacher. Und theoretisch die Backkulissen. Katastrophe. Collision kann, glaube ich, auch was. Das Sprachenland Bubble, ohne Werbung zu machen. Ja. Das kann beides raus, hier die. Scheiße. Denn noch? Hat er jetzt ja trotzdem nicht erkannt, was ich von ihm möchte, ne? Fehlt denn irgendwo noch ein Eintrag? Dynamic Attach Oh, Sounds. AK-Szene. Junge, Prominenz ist in der Haus. Ja, ich habe gerade schon gefragt, ob wir denn wirklich Schlingel sind. Grüße gehen raus. Also man muss dazu sagen, Livestream ist nicht nur immer hier Mods verbauen, etc., sondern auch halt Livestream, das ist wie man halt mal spielen oder es kommt halt auch weiterhin Mod-Vorstellungen. Da muss ich aber ich persönlich nochmal schauen, wegen meinem Aufnahmeprogramm, wie ich so den Sound am besten mitmache von meinem Mikrofon.
Da gibt es momentan ein paar Komplikationen, aber es werden demnächst wieder Mod-Vorstellungen hochgeladen werden von aktuellen Mods. Und ja, am besten den Kanal abonnieren, damit ihr halt nichts mehr verpasst. So schaut's aus. Der macht richtig keine Werbung, Mann. Was? Boris macht richtig, der macht keine Werbung. Naja, warum nicht? Muss man ausnutzen, die Chance. 10 Zuschauer. Grüße gehen raus. Falls ihr Fragen habt, immer her damit. Aua. Ihr könnt da gerne mal auch mal die Kommentare schreiben, was ihr morgen zu Silvester macht. Trotz Beschränkungen Trotz etc. Beschränkung, genau. Oder wie euer Fest war, so wie es euch geht. Ich verstehe gerade noch nicht, was es von mir möchte. Ich habe doch das Skript, habe ich doch eingebaut, ne? Habe ich reingeschmissen. Ja, Dynamic Attach. Ja, das ist so, wie es halt live auch ist, wenn man sich nicht in dem Sinne irgendwie darauf vorbereitet. Wir haben die Specialization, wir haben den Vehicle Type neu definiert. Ja, bei uns, ich denke mal, das war halt dieses Weihnachten, war halt, ich denke mal, halt anders als sonst für jeden wahrscheinlich, so wie man es halt nicht kennt. Ja. Also zumindest war es bei mir so, haben wir immer die Bude zu Hause voll und das bei uns waren es, ja. Meine Familie, da waren vier Personen, sonst sind wir meist über 10 Leute. Anstrengend, das wissen. Was? Weil du anstrengend, ne? Was, 10 Leute? Nee, ich meine, es ist Weihnachten dieses Jahr. Alles Ja, naja. verboten, alles Rotze, kannst du stecken lassen. Oh ja, Niklas steuern, das kann sich noch um Stunden handeln. Ah. Das, man muss erst meckern, dann geht's. Das musst du immer mal meckern, das ist richtig. Warte mal, den LCNN brauchen wir doch auch hier. Katastrophe. Ich sehe schon, das scheitert gerade wieder an der. Das hat bis jetzt mehr. Na, sag. Mehr Moddesk. Ja, Einträge, Probleme gegeben. Als das andere. Jetzt probieren wir das aber gleich nochmal. Ihr könnt da gerne mal in die Kommentare, welche Map ihr aktuell zockt. Norddeich und der Griesbach oder doch was anderes. Würde mich zum Beispiel mal interessieren. Das interessiert uns natürlich prinzipiell alle. Richtig, wir sind bloß gerade in Gedanken ein bisschen Wir sind vertieft. ja. Halt immer das Schwierige. Den versuche ich ja noch nebenbei hier. Richtig, So was jetzt sonst richtig. zu befreien. Ich höre, du hast auch einen 800er Brötenbuser. Da jemand da? Jetzt müssen wir erstmal hier die Stream-Verpflegung öffnen. Tolle Sachen. Mensch, Stefan, du könntest auch auf der Allen gerade spielen. Nein. Da könnt ihr auch mal zu schreiben, was ihr von der Allen-Karte haltet oder Ach, allgemein Katastrophe, bin ich blöd. von der Prinzipiell richtig. IP-DLC. Ich ganz kurz für die Zuschauer. Man sollte auch
Man sollte auch die richtige i3D verlinken, sonst kriegt man natürlich keinen Raycast-Node da rein. Das ist natürlich. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Echt jetzt? Doch. Haben wir noch irgendwas? Da oben in dem. Alter, warum macht er das jetzt immer so klein? Forkbale Attach. Ah, oh, da Ich kann habe man schon das mal Store-Bild klatschen. habe ich geändert gehabt. Dann. Ja, Katastrophe. Gut. Ich glaube jetzt, ne? Jetzt sind wir wirklich. Ich glaube, Ja, da könnt cool. ihr mal im Chat wirklich auch Applaus für die Aktion da lassen. Also da sehe ich mich ganz klar in der Verantwortung. Stefan zeigt nämlich erstmal, wie es nicht geht, ne? Genau. Das war aus beinahe rum und trotzdem haut Stefan noch einen Fehler raus. Wieso? Ich habe ja gleich gesagt, das war jetzt in dem Sinne nicht vorbereitet und es ist halt Nice. live, ne? Genauso wäre das auch passiert, hätte ich das jetzt wahrscheinlich offline gemacht. Remi applaudiert. Es Ja, ist halt Mann. einfach so. Remi nach ist zurückgezogen, noch mal in seinen Arsch. Klasse. Denkst du, da kommt mal ein bisschen Support vom Team, hä? Nee. So, aber jetzt. Dann eingeschnitten. Was? Ja, ich habe gerade komische Ecke an meinem Standepack gefunden wieder. Ich hoffe doch, dass wir heute auch die maximale Zuschauerzahl von vorgestern schaffen. Was waren das? Boah. Wie viel? 11. Wir Komm waren schon, vorhin 10. mal bei C. Ja. Richtig. Klasse, aber ich krieg immer noch nichts angezeigt, ne? Weil ich bloß mal so. David, David, je nachdem, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, da gibt es aber 5 Millionen verschiedene Arten. Finde die anderen gerade nicht so geil. Hat er Nicht. geschrieben. Naja. Aber Aber ich finde ja. für Giants persönlich Standard ist es schon ein gutes Ding. Ich würde gerne das jetzt hier attachen können. Geht das jetzt oder nicht? Nee. Irgendwas fehlt immer noch. Immerhin habe ich schon mal mein Problem gelöst. Immer den Lock. Ja, die sagt nichts. Die ist ruhig. Schweigend still ist die. Das ist das Geilste, wenn du Scripts machst. Ja. Ja, wie oft stand ich vor dem Fill-Level-Warning? Es passiert nichts und du hängst so da. Sag's lieber nicht im Stream. Ja. Genau das ist es aber. Jetzt muss ich noch mal die ganz kurzen, ganz basicen Dinger durchgehen. Also die wortwörtlichen Base-Dinger. Wir haben die Fork Bale Attach. Das ist prinzipiell die richtige i3D. Wir haben diesen Dynamic Attach eingebaut und wir haben den Raycast Node verlinkt. So viel dazu. Dann haben wir die Mod Desk. Da haben wir die Specialization, den Vehicle Type und die L10N-Einträge. Ich glaube, den hier brauchen wir doch nicht, weil das ist nur. Das haben die eingebaut. Kann man das bei denen irgendwie. Warte mal. Warte, warte, warte. Nö, weiß ich nicht. Kann man das bei der Gabel konfigurieren? Nö, ne? Gar nicht genau so. Ich weiß auch nicht. Ich weiß aber auch gerade nicht. Konfiguriere. Ich glaube, das kann man raushauen hier. Das bringt eh nur einen Fehler, wenn es jetzt fehlen würde. Das ist wichtig. Dynamic Attach. Das sind die Actions. Warte mal. Aber echt, nee, eigentlich nicht, oder? Das sind ja alleinstehende Dinger. Ich habe schon wieder meinen. Aber David findet immer Texturen geil.
Mist. Ups. Frag mich die ganze Zeit, warum meine Werte nicht passen. Ja, wenn der Origin nicht stimmt, dann. Joa. Ist ebenfalls nicht gut. Ja, wenn du bei einer 3 Meter breiten Maschine aus an der Außenkante 50 cm hast, so, Meter 50 sein. Tja. Irgendwie, ne, hasse ich Unwrap immer noch. Ich hasse Sachen, die irgendwie gehen, aber irgendwie ja nicht gehen. Mal gucken. Ne, ich habe aber auch weiter oben keine Fehler, die mir irgendwas sagen. Ach so, Stefan, aber deine Frage zu beantworten vorhin mit diesen Teilen, ne? Was du meinst, ob das alles aus Bausteinen besteht. Ja. Wie gesagt, das ist halt alles, außer bei den Kasten, die Heckschuhstange und halt vorne das vor, also vorne Die wo der Schürze Kühlerkörper ist. quasi. Ja. Weil das kannst du schlecht aus Bauteilen Ja, na das, machen. deswegen habe ich mich da gewundert, bisschen. Aber gut, ja. Aber ich find's trotzdem nicht schlecht. Ja. Irgendwo, ne? Ist hier wieder irgendeine kleine Ecke drin? Und ich weiß gerade nicht, wo. Wieder viel zu einfacher. Es wird Ja, wieder so ein ganz kleines Ding wahrscheinlich sein. ja. Das ist wieder irgend so ein. Aber irgendwo aber falsch mich verschrieben habe ich nicht gerade irgendwo, ne? Der Raycost-Node vom Node haben wir ja auch richtig gesetzt. Wo sind wir denn? Ja. Mann. Ja, das passt schon. Katastrophe. Immer wenn wir was machen. Ja. Haben die das Skript selber geschrieben oder ist das von jemand anderem? Das scheint, ich habe gerade reingeguckt, von denen selber zu sein. Ach so, nee, das ist konvertiert. Dachte, dass der Silo ist, aber ne, der hat es nur konvertiert. Am 27.03.2019? Okay. Gibt's das schon so lang? Um Sachen mit Bede nicht. Nee. Da hatte man noch auch zu viel Langeweile wegen der Corona-Welle. Das kann sein, ja. 2019 hat man noch. Ach, 19, ich dachte 20. Ja, Anfang, also März 19, ne? War das jetzt so? Ja, Ach so. aber verbaut haben die das ja jetzt erst. Also Nordeifel meine ich, hat es jetzt erst verbaut. Ja. Irgendwo
hängt sich der Hase gerade wieder auf. Ich würde gerne nebenbei ein paar Fragen beantworten wollen. Kann ja schon mal gemein sein, ne? Und sagen, ich habe gerade mal den Sternepax erstmal exportiert, Ja. weil ich die Walze jetzt fertig habe. Und oh. Das ist das, was die Leute jetzt hören wollen. Ja, und ich krieg von hinten in den Kopf geknallt, wenn dann auch sonst mal solche Geräusche machen, die jetzt. Katastrophe. Nee, denk dran, wir haben noch nicht diese Uhrzeit. Es ist noch nicht um 10 durch. Die meint Ja. natürlich beim Kochen in der Küche. Na, was haben, was, also was denn sonst? An alle Alles klar. Schweine da draußen. Katastrophe. Irgendwas, irgendwo ist ja dieser hässliche. Dieser hässliche Haken. Ich habe aber ja, ich brauche auch nicht anders, meine ich, den Weg. Warte mal. Ich weiß es. Ich weiß, was Ja, das Problem ist. nee, Mein ne? Vehicle-Type. Dynamic Mount. Was? Attacher Shovel heißt das nämlich. Aber heißt er auch? Ach, Quatsch. Ich wollte. Stopp, zurück. Habe ich. Warte mal, habe ich das jetzt geändert oder nicht? Hast du es geändert? Ja, Implement Dynamic Attach heißt der Vehicle Type. Habe ich ja so definiert. Habe ich aber in der XML nicht eingetragen. Somit hat das gar nicht geschnallt, dass da noch ein Skript da ist. Deswegen gab es ja keiner Richtig, Fehler. richtig. Absolut. So, Jungs und Mädels, jetzt, aber jetzt geht's richtig los. Jetzt mache ich euch wieder groß hier. Achtung. Und dann gibt's Feuer. Hat er wieder die große Klappe und dann, oh, warte mal, irgendwas geht nicht. Nee, jetzt bin ich mir fast sicher. War ich mir heute an dem Abend mindestens schon zwei, dreimal. Dafür so, was auch noch richtig viel los, muss ich sagen. Katastrophe. Ist da vor allem los? Pass auf, Danny, wie das jetzt geht, ne? Pass auf. Ich bin schon Also, höchst begeistert. Auch wenn noch gar nichts ist. Aha. X-Objekt befestigen. Das klingt gar nicht so verkehrt. kann nur noch funktioniert, nee. Katastrophe. Guck's dir an. Ei, Mann, frei. War noch erstmal in den Ballen da. Hab ich doch. Ich bin ja etwas vor dir. Ach so, ja, stimmt. Oh. Nee, es sieht gut aus, möchte ich behaupten. Jetzt tue ich aber trotzdem noch mal drei Ballen kaufen, dass wir einmal gucken können, ob das von der Höhe her passt. Und was man auch gleich, kann ich noch mal drei kaufen. Was ich noch mal gucken muss, ist, ob denn mein Alter, aber normalerweise ja doch, nee. Funktioniert eigentlich ohne Probleme. Mein alter Vehicle-Type, der wird ja vom Standardspiel geladen. Also der von den normalen quasi, wenn man es so will. Ach, klasse, Junge. Nicht schön. Schön. Ich würde sagen, jetzt können wir. Was macht man jetzt? Weil es so gut funktioniert hat, können Sie jetzt was anderes in einen Chat schreiben. Was denn jetzt? Marius, sag, was die Leute jetzt in den Chat schreiben sollen, weil es so gut funktioniert hat. Was wir. Die sollen jetzt einfach was reinschreiben, weil es so gut funktioniert hat.
einen Daumen hoch zum Beispiel. Vorne sollten sie applaudieren, weil ich so viel Scheiße gebaut habe. David, das bin ich übrigens. Was? Ja, er hat mich gefragt, wer ist der letzte Antwort ist, deswegen. So. So, also das funktioniert auch alles noch. Ich würde sagen, ne, dann können wir jetzt an der Stelle können wir mal noch ein paar Schönheitssachen machen, tun. Dann gibt es prinzipiell, kann ich euch die schon zur Verfügung stellen. Gut. Okay. Gut, dann. Ich würde sagen, wir machen. Wir schreiben auf das Icon-Bild einfach noch. Hier unten machen wir noch ein kleines Plus. Ups, Plus. Oder wir schreiben das hier oben in die Ecke. Oder? Sieht noch nicht so schön aus, ehrlich gesagt. Ja, machen wir es hier hin. So, speichern. Das wird aber ein DDS. DX1 ohne Mipmaps. Zack. So. Dann machen wir noch die Moddesk schick. Und zwar ist das Version 1.1.0. Ja, machen wir 1.1.0.1 dran. Und dann machen wir. David schreibt, das ist eine sehr schöne Kabel. Ja, vielen Dank. Bald nicht mehr lange. Also vielleicht noch ein paar Minuten. Dann könnt ihr das gute Stück dann auch fein mit benutzen. Und zwar haben wir gemacht. Einbau, Attacher-Fixierung eingebaut. Warte, ich soll Stefan, hast du Bock, ein Parker weiterzubauen? Was habe ich? Ja, Hast du Bock, ein Parker weiterzubauen? Aber du kennst ja Projekte, dreh da wieder bloß am Reifen. was habe ich? Ja. So. Ich hab irgendwas stimmt Okay. mit deinem Headset nicht, hä? Du hörst mich so Ja, schlecht. irgendwas. Ich verstehe hier gerade irgendwas nicht so richtig. Jetzt muss ich noch kurz überlegen. Fehlt uns noch irgendwas? Eigentlich nicht. Eigentlich sollte alles funktionieren. Aber ich hätte dreimal gesagt, hey, das ist echt nicht vor Ort. Nee, also ich habe jetzt theoretisch alles gemacht. Und ich habe es jetzt auch hübsch gemacht. Man kann es unterscheiden durch das Store-Bild. Ich habe das Icon angepasst. Ich habe die Version angepasst. Es funktioniert. Das ist auch sehr wichtig.
Dann lade ich das schon mal nebenbei mal mit hoch. So, und zwar dann werde ich noch mal ganz kurz dafür Werbung auf Insta machen. Ich möchte gerne ein Bild machen. So, gibt es denn akut noch irgendwelche Fragen? Ein bisschen Werbung gemacht. So. Jetzt schicke ich den erstmal. Nee, mache ich nicht. Keine Fragen aktuell. Dann gibt es jetzt trotzdem nichtsdestotrotz schon mal den Link für die Gabel. Gleich dazu, wenn irgendwas auffällt, wenn irgendwelche Fehler noch da sind, irgendwas, was nicht so vielleicht sein sollte, dann könnt ihr einfach uns entweder auf Insta schreiben oder auch also hier auf YouTube einen Kommentar dann, also unter dem Video da lassen oder was auch immer. Bloß kontaktiert uns einfach gerne. Aktuell haben wir noch keinen Discord oder so. Das ist ja in Planung, Danny, ne? Dann muss man so. Ja. Und solange, wie gesagt, irgendwie erreicht er uns auf jeden Fall, also wenn da was ist. Das klappt auf jeden Fall. Und ja, sonst würde ich sagen, erstmal viel Spaß damit. Ja. Was können wir jetzt noch wegen anfangen hier an dem angebrochenen Abend? Sehr gute Frage. Ich hätte ja prinzipiell schon Lust, noch was zu machen, aber Genug Arbeit. bitte? Genug Arbeit. Ah, da geht der Headset wieder näher. Ach, das ist kein Projekt für meinen Tisch, Danny. Ich weiß, da kriegt noch wieder Anfälle, wenn er meinen Scheiß anfängt. Wir machen lieber andere Sachen. Nur die Frage ist, was? Ich könnte nebenbei mal. Nee, das machen wir nicht. Machen wir auch nicht. Die neue Version wieder in mein Ordnerverzeichnis schmeißen. New Version. Ich ersetze mal einfach. Warum geht das nicht? Ach so. Ha. Stopp. 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 Weg. Weg.
Aber jetzt geht immer noch nicht. Warum? Jetzt, zack. Sehr gut. Stefan, schau mal WhatsApp. Keine weiteren Fragen oder Anregungen. Schade. Das habe ich selber noch nie verbaut, tatsächlich. Naja, siehst du mal, das wäre wirklich mal so ein Ding, was vielleicht sich auch lohnen würde. Aber jetzt im Kopf. Ich hatte jetzt im Kopf, dass ich mal Tutorial mache vom Wettkite die Umschalter verbaut. Weil da gibt es auf YouTube noch kein Tutorial dafür. Und ich glaube, es ist einfach, wenn man es weiß, wie, aber man muss das mal wissen, wie man es machen muss. Ja. Und ich denke mal, wenn ich das erkläre, wissen es auch die Leute. Also ich werde es nicht zu, ich werde es halt nicht verkomplizieren in dem Sinne, sondern die Leute wissen halt, können sich halt darauf verlassen, dass es halt wirklich auch wirklich das einfach erkläre, weil ich einfach keinen Plan von der Materie habe, so wirklich. Und ich halt wirklich so einfach erkläre, wie es nötig ist. Das ist prinzipiell richtig, ja. Oh. So, ja, ich weiß nicht, was machen wir jetzt noch? Ich weiß es auch nicht so richtig. Aber Ja, ich weiß bloß immer nicht, ob da die Leute so drauf Lust haben. Ich meine, es sind jetzt nicht so viele da, leider, aber. Wenn jetzt denn die Leute neu wieder reinkommen, finden die den Link im Chat trotzdem, oder? eigentlich schon. Gut. Ich weiß nicht, Eigentlich was macht bestehen ihr wir, gerade auf ne? dem Server, Marius? Ja, nicht, weil nicht los ist. Ja gut, das ist natürlich Es ist ja kontraproduktiv. nur, wer ist denn online? Also, Florian. Kann den Namen nicht mal lesen, gell? Florian lädt, glaube ich. Niklas sitzt. Ne, hä? Warte mal. Also, ich bin auf dem Server, dann ist Florian auf dem Server. Wer ist noch auf dem Server? Das war's. Ja, klasse. Lass noch. Bei Frimi ist vorhin auch, dann er hat gemeint, es ist noch irgendwie Ding und das scheint irgendwie anscheinend fertig zu sein. Was stand denn auf der Liste noch drauf, was ich mir das letzte Jahr gemacht hatte? Irgendwas? Ach so, das war das Gewicht von dir, Danny. Das war der dritte Punkt. Aber da haben wir ja schon drüber geredet. Also das, wen das interessiert, das wird wahrscheinlich noch mal eine kurze Überarbeitung bekommen und dann werdet ihr das aber auch kriegen, denke ich mal. Na, Danny? Ja, so der Plan ist jetzt erstmal den Frontparker bauen und dann muss ich Genau. mal mit. Wie alt ist das Ding? Ja, ist es jetzt schon wieder. Hat mir ja doch wieder ein bisschen was dazu gelernt. Dann machen wir das nochmal ordentlich und dann können wir das ja wieder auf mich loslassen. Also, was heißt wieder? Ja, dann überhaupt mal richtig, na genau. Ja. Wie gesagt, erstmal ist der Frontparker dran. Weil ich da Bock drauf habe. Nee, ist richtig. Das ist ja eh auch sinnig, wenn man einfach bei die Projekte wenn dabei bleibt, ne? Agrarvideos Sauerland gibt einen Daumen runter. Mensch. Naja, ich weiß Weißt du, jetzt. das sind die Leute aus meinem eigenen Team, ne? Die hauen ja beim St unter deine eigenen Links, unter deiner harten Arbeit, ne? Gibt's einen Daumen runter. Ich weiß halt nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, was wir jetzt noch ein bisschen anfangen können. Also, wenn jemand noch Ideen, Vorschläge hat, könnt ihr gerne schreiben. Ansonsten, ja, wie gesagt, auf dem Server geht jetzt auch gerade nicht. Nicht viel. Wenn nicht, oh, keine Ahnung. Lassen wir es halt dann erstmal gut sein für heute oder so.
Aber das, was du wolltest, hast du doch geschafft von daher. Das haben wir prinzipiell auf jeden Fall richtig. Katastrophe, ey. Ja. Na gut. Ich würde sagen, wir lassen es dann erstmal gut sein. Zwecks dem anderen Thema, was man auch zusammen dann eben im Stream machen könnte, wollte hier mit der Map oder so, dann werde ich mir mal Gedanken machen, weil man da vielleicht jetzt, ja. Prinzipiell hätte ich schon Lust, da was anzufangen, eben zusammen mit Community. Da wäre ich aber nochmal auf Insta, werden wir da nochmal was dazu posten, wenn und wie das dann losgeht. Ja. Und dann schauen wir einfach mal jetzt die kommenden Tage, wann es wieder was passt oder was. Vielleicht schaffen wir es auch, dass wir jetzt auf dem Server oder so mal noch was gescheit zu tun haben. Spätestens dann vielleicht auch zum Mais häckseln, wenn ich da ein bisschen Silo schieben tue, dass man da auch was mitmacht dabei. Pff, ja, also ich denke, kriegen wir bestimmt was hin. Oh, genau. Ja, und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Dabeisein. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich hoffe, ein bisschen was konnte vielleicht auch lernen, mitnehmen. Und wir hören uns dann eben die Tage wieder. Ja. Noch irgendwelche Worte eurerseits, Danny, Marius? Schönen Abend noch, rutscht gut rein und wir hören Genau. uns. Ja, morgen wird wahrscheinlich nicht viel passieren, ne? Von daher, frohes Neues, guten Rutsch. Lauft nicht zu so viel. Verabschiedet sich hier mein Headset noch. So, jetzt gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss und wir hören uns. Ciao, ciao. Wow. Tschüss.